Ja, hallo zum Aussteigerkanal. Heute mache ich meine Regenschutzmauer. Da habe ich Hilfe, weil ich kann auch nicht mal das selber machen. Aber ich helfe ihm immer, weil es könnte ich mir nicht leisten, wenn ich ihm nicht helfen würde. Also jetzt machen wir erstmal einen Kanal. Und dann wollen wir die Steine da reinsetzen, sodass die also quasi 20 cm über und 20 unterm Boden sind. Die kommen dann in die Rinne. Und so hoffe ich dann, das Wasser aufzuhalten, was kommt. Und wenn das natürlich alles fertig ist, wenn der Boden fertig ist, dann werde ich mir einen Kieslaster bestellen und überall schön kleinen Kies hin tun. Und ja, so wird es sein. Ja. Das macht er mir die Spur, der Boden ist so hart. Also ich habe versucht, mit dieser Hacke zu hacken, aber das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Also das ist eigentlich eine Picarette auf Portugiesisch. Die ist sehr schwer, also... Ich schaffe das nicht irgendwie. Also mit einer normalen Hacke könnte ich da was machen, aber der Boden ist so hart, da kriege ich den Boden gar nicht auf. Ne? Deswegen macht er mir das schnell und dann setze ich die Steine. Jetzt geht's weiter. Das Wichtige ist, dass die Steine jetzt nebeneinander sind. Não sei ainda que tu achas o meu. Jetzt fragt er mich, ob ich die Löcher oben oder unten will. Keine Ahnung. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ja, es geht voran. Der kann das gut. Der macht das ganz gerade. Super. Super duper. Mein Kumpel, den kenne ich schon ewig lang. Hat mir schon sehr viel hier geholfen. Aber man kann ja nicht alles können. Wenn ich es könnte, würde ich selber machen, wenn ich die Kraft hätte. Aber ich muss ja auch noch, wenn ich nicht hier auf dem Land arbeite, dann arbeite ich halt draußen und irgendwann ist dann doch irgendwann mal zu viel alles. Ja, es scheint ja schnell zu gehen, das ist super. So, das eine Mäuerchen ist jetzt fertig, weil hier kommt ja immer von hier. Da sammelt sich ja immer das Wasser und läuft dann hier so rein. Durch meinen Wohnbereich und hinten wieder raus. Deswegen hoffe ich, dass die Mauer das stoppt und nach hinten umleitet. Mache ich dann noch so einen Kanal auf dem Boden. Und, ja, das alles mit der Zeit, ne? Dass es nach hinten laufen kann. Die ist jetzt fertig, das hat er ganz schön gemacht. Ich habe sie wieder eingegraben. Dann habe ich hier zwei Pflanzen gepflanzt. Dann will ich irgendwann, dass hier das alles zu ist mit Pflanzen. Und weil das ist also die Wetterseite, da kommt der Regen rein. Ich kann, wenn es regnet, nicht mal an dem Tisch sitzen, weil... Der Regen kommt hier nie gerade, sondern wird halt alles nass. Ne? Wenn die Wetterseite hier mal zu ist, dann kann man da auch sitzen und nicht nass werden und schützt mich vor Sonne, Wind und Regen. Ist das super. Jetzt versuchen wir das hier zu machen. Jetzt macht er hier eine Linie, damit die Glocke da auf einer waagerechten Linie sind. Und hoffe ich mal, dass es genauso gut läuft. Ja, und irgendwann muss ich natürlich hier auch noch eine Regenrinne kaufen, aber die sind ja so teuer in Portugal, da muss ich erstmal sparen. Also im Moment geht es noch nicht, weil das Wichtigste für mich ist, nachdem erstmal meinen Kies zu haben, weil mit diesem Schotter, den ich da hingeschmissen habe, das hat natürlich geholfen, aber das macht so viel Staub im Sommer, das will ich nicht mehr. Also, Herr Charlie, du hattest ja auch mal gesagt, ich soll da ein Mäuerchen machen. Die Idee hatte ich auch, aber da du es auch nochmal gesagt hast, habe ich mir gedacht, dann kann ja meine Idee gar nicht so schlecht sein. Trotzdem danke für deine Anregung, Charlie. Und danke, dass du mir zuschaust. Das machen wir jetzt hier auch. So, das Mäuerchen ist fertig. Gott sei Dank, habe ich das hinter mir. Fertig, ja. Naja, ich weiß, dass eine richtige Drainage anders aussieht oder so, aber es ist halt minimal, ne, weil ich habe auch nicht so viel Geld. Und ja, das Ding ist, auch wenn hier eine Regenrinne wäre, ja, wenn es so viel regnet, dann ist hier so viel Wasser, die Regenrinne kann diese Massen gar nicht mehr auffangen. Das ist also lächerlich, ja, wirklich. Also, dann kann es auch wirklich gleich auf dem Boden laufen. Ne? Ja, fertig. Und
Meine Vorstellung ist ja dann, ich habe immer noch Vorstellungen, die ich nie weiß, ob das dann wirklich auch so klappt. Ne? Dass bis hier halt Kies kommt. Ne? Und da auch Kies rein, dann in die Spur vielleicht noch ein bisschen tiefer machen. Ja, ich weiß, dass wenn man das nicht richtig macht, dass dann die Erde wieder reindrückt oder so. Aber oh Gott, dafür habe ich jetzt die Mauer. So, und dann die Mauer soll natürlich am Ende meines Projektes nicht mehr sichtbar sein. Ne? Das ist die Idee. Ja, jetzt kann ich dann mal Geld sparen, um den Kies zu kaufen. Okay, ja, es geht voran. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, ist der nächste Tag. Juhu, es funktioniert. Ich weiß nicht, wann ich in diesem Land Regen im Mai erlebt habe. Aber okay. Es ist nur ganz wenig Regen, aber. Die Mauer ist am richtigen Platz, so wie es aussieht. Ganz knapp. 3, 4, 5 Zentimeter. Aber es funktioniert. Oh, ich bin glücklich. Ja, es ist jetzt nicht viel Regen, ne? Hier ist noch nicht wirklich was. Da muss es schon so richtig, richtig, richtig mega regnen. Bis diese Mauer dann irgendwann mal ins Spiel kommt. Aber okay, mein erster Regen im Mai in Portugal.